Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank natürlich noch einmal an die DPG für den Robert-Wichert-Pohl-Preis von 2021. Eigentlich wollte ich natürlich nach Bad Honnef kommen, aber leider kann ich das wegen eines Nierensteines, der sich leider gestern in Bewegung gesetzt hat, nicht machen. Und damit bin ich auch schon fast beim Thema. Neben persönlichen Krisen hat uns ja das Jahr 2022 direkt mit drei globalen Krisen konfrontiert. Wir haben Klimawandel, wir haben Corona und ganz neu in diesem Jahr haben wir den Krieg von Russland gegen die Ukraine und die westliche Zivilisation. Und so komme ich dann also zu dem Thema meines Vortrags, die globale Energiewende in Krisenzeiten. Hier in diesem Cartoon habe ich vor 10 Jahren versucht, die globale Energiewende zu erklären. Und zwar folgendermaßen, der globale Primärenergieverbrauch ist immens. Er entspricht einem Energieverbrauch in jeder Sekunde von im Mittel etwa 20.000 Gigawatt. Wenn man bedenkt, dass ein Kernreaktor typischerweise 1 Gigawatt elektrischen Strom liefert, so bräuchte man also sehr viele Kernkraftwerke, um den Primärenergiebedarf weltweit zu decken. Berücksichtigt man die Abwärme der Kernkraftwerke, kann man das halbwegs realistisch ausrechnen. Man kommt auf ungefähr 8000 große Reaktoren oder natürlich entsprechend mehr kleineren Reaktoren. Und damit sind wir schon bei der ersten Krise, die ich hier besprechen wollte. Das war die Explosion des Kernreaktors in Tschernobyl im Jahr 1986. Ich war damals junger Doktorand an der RWTH Aachen und wir haben uns damals mit Sorge auf dem Vorplatz des Instituts mit einem Geigerzähler und einem Gammaspektrometer angeschaut, wie radioaktiv denn der Staub in der Luft ist, die wir einatmeten und was da alles ankam. Die Bevölkerung war natürlich schockiert von Bildern wie diesen hier. Das ist ein Bild eines mutierten Schweins mit 6 Beinen aus der Ukraine. Aber insbesondere natürlich viel mehr noch davon, dass die Milch und der Salat, die man im Supermarkt kaufen konnte, radioaktiv strahlt. Also mit einfachen Geigerzählern konnte man damals die Strahlung messen. Die verschiedenen Unfälle in Kernkraftwerken hatten einen großen Einfluss auf die Ausbaupläne der Kernenergie. Schaut man sich also zum Beispiel hier die produzierte Kernenergie über die Jahrzehnte an, so beobachtet man in den 60er Jahren zunächst einen sehr steilen Anstieg. Der erste Unfall in der zivilen Nutzung der Kernenergie ereignete sich 1979 in Three Mile Island und das führte in den USA zunächst einmal zu einer Stagnation des Ausbaus. Nach dem Unfall in Tschernobyl stieg dann beispielsweise Italien komplett aus der Kernenergie aus und an Fukushima erinnern sich sicherlich alle hier, auch wenn das jetzt auch schon wieder 10 Jahre zurückliegt. Damals stieg Japan zunächst vollständig aus der Kernenergie aus und Deutschland entschied sich danach, dass sie bis zum Jahr 2022, also diesem Jahr, komplett aus der Kernenergie aussteigen. Wir sehen also, seit etwa 30 Jahren stagniert die globale Kernenergieproduktion. Die einzige Ausnahme ist China. In China werden seit 20 Jahren neben Kohlekraftwerke und erneuerbaren Energien auch Kernenergie ausgebaut, weil China eben diesen enormen Energiebedarf hat wegen ihrer expandierenden Wirtschaft. In den letzten Jahren haben wieder mehr Länder darüber nachgedacht, die Kernenergie auszubauen. Eines dieser Länder ist Frankreich, was massiv auf Kernenergie setzen will. Ich persönlich sehe das Hauptrisiko darin, dass in Zukunft sich möglicherweise Terroristen verstärkt auf nukleare Einrichtungen spezialisieren werden. Und wenn so ein Unfall dann in Europa, zum Beispiel in Frankreich, stattfindet, dann wird vermutlich die Panik in der Bevölkerung so groß sein, dass sie eine dauerhafte Abschaltung der Kernenergie fordert. Und das würde dann zu einem wirtschaftlichen Zusammenbruch führen, wenn es keine Alternativen gibt, wenn man also vorher weitgehend auf Kernenergie gesetzt hat. So viel also erstmal zu der Krise der Kernenergie. Wir kommen später nochmal darauf zurück. 1987 war dann das Jahr, in dem die nächste Krise im Arbeitskreis Energie diskutiert wurde. Ich war damals noch Doktorand des späteren Vorsitzenden des AKE, Professor Schulze. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft gab damals einen Aufruf heraus, der als einer der ersten vor dem anthropogenen Klimawandel warnte. Dort hieß es beispielsweise, die Klimaveränderungen sind, abgesehen von einem Krieg mit Kernwaffen, eine der größten Gefahren der Menschheit. Somit war vor 35 Jahren also schon klar, fossile Energie ist keine Option für die Zukunft. Diese Warnung wurde damals nur von wenigen Menschen ernst genommen. Wir sind jetzt nach 35 Jahren erst so weit in der Gesellschaft, dass wir alle das akzeptieren, wissen und anfangen, dahingehend zu handeln. In dem Aufruf stand damals auch, der erforderliche Strukturwandel muss jetzt beginnen, denn später notwendige, sehr schnelle Änderungen würden, wenn überhaupt möglich, in vielen Bereichen nachteilig oder schädlich sein. Es ist einerseits also genial, wie zuverlässig und zutreffend die damaligen Vorhersagen waren, aber genützt hat es bekanntlich nichts und das ist genau das Dilemma der Wissenschaft, über das man diskutieren muss.
Seitdem denken also Physiker und Ingenieure über Alternativen nach. Und im Jahr 2008 gründeten wir die Desertec-Stiftung, weil wir glaubten, die Lösung gefunden zu haben. Und zwar folgendermaßen, so wie es hier dargestellt ist. Erneuerbare Energien, insbesondere also Photovoltaik, Solarthermie und Wind, waren damals sehr teuer. Und deswegen forderten wir, erneuerbare Energien dort zu ernten, wo sie günstig waren. Und das bedeutete also vor allen Dingen Wind an den Küsten und Offshore sowie Solarenergie in den Wüsten Afrikas. Wir waren damals im direkten Konflikt mit den Solarenergieverbänden, weil diese die Photovoltaik auf deutschen Dächern favorisierten, anstelle sie aus Afrika für den halben oder ein Drittel des Preises zu bekommen. Der Transport der Energie sollte nicht, wie vorher mal vorgeschlagen, über Wasserstoffproduktion erfolgen, sondern über moderne Hochspannungsgleichstromübertragungen, weil die um einen Faktor 2 bis 3 günstiger sind. Und außerdem erlaubt ein Netz aus Gleichspannungsübertragungsanlagen es, die Schwankungen der erneuerbaren Energien europaweit auszugleichen, zumindest teilweise. Und somit waren wir sicher, dass wir die kostengünstigste Lösung mit Desertec gefunden hatten. Ich persönlich war ja damals Physikstudent und in diesem Studium wurde mir implizit jedenfalls vermittelt, dass die Erneuerbaren nur eine geringe Energiedichte haben, dass sie bei weitem nicht ausreichen und dass sie keine tragfähige Lösung für ein Industrieland darstellen. In Wirklichkeit ist aber das Gegenteil der Fall. Die Sonne ist unser Fusionsreaktor und strahlt eine Energiemenge auf die Erde, die um ein Vielfaches höher ist als das, was wir als Menschen an Primärenergieverbrauch haben. Wir brauchen also nicht zum Beispiel 8000 ITERs bauen, für die wir sowieso nicht die Ressourcen oder die Manpower hätten, um das in absehbarer Zukunft zu verwirklichen. Heute ist klar, wie ein gut funktionierendes erneuerbares Energiesystem aussehen muss, genauso wie wir es in Physik konkret einmal skizziert haben. Die Energie wird dezentral generiert, hauptsächlich haben wir Solar- und Windenergie, weil nur die in Riesenmaßstab zur Verfügung stehen. Zentral ist das Stromnetz, was die dezentralen Erzeuger mit den dezentralen Verbrauchern verbindet. Die Verbraucher haben im Wesentlichen drei Sektoren, die Elektrizität, die Wärme und die Mobilität. Diese Sektoren werden alle weitgehend elektrifiziert, weil man dadurch die Effizienz erhöhen kann und durch Sektorkopplung können dann auch Schwankungen zeitlich ausgeglichen werden. Hochspannungsgleichstromleitungen erlauben einen effizienten internationalen Energiehandel und zusätzlich brauchen wir natürlich noch Kurzzeitspeicher, um die Restschwankungen der Energien ausgleichen zu können. Und hierzu eignen sich vor allen Dingen Batterien, Pumpspeicher und Wärmespeicher, letzteres insbesondere bei solarthermischen Kraftwerken in der Wüste. Um jetzt saisonale Schwankungen auszugleichen, da reichen die Kurzzeitspeicher nicht aus in ihrer Kapazität, weil sie relativ teuer sind. Da braucht man also was, was billiger ist als Batterien und was gleichzeitig sehr große Energiemengen speichern kann. Ideal dafür sind Gase als Langzeitspeicher, aber auch natürlich andere chemische Energieträger. Langzeitspeicher können auch direkt Biogas nutzen. Ansonsten würde man mit Power-to-Gas die Speicher aus erneuerbarem Strom erzeugen. Und ganz wichtig, chemische Energieträger lassen sich auch relativ einfach über Pipelines oder Schiffe aus anderen Kontinenten importieren. Auf diese Art und Weise hat man also dann die Möglichkeit für Energiehandel mit Ländern, die weiter weg sind von Europa. Es ist sehr schwer, ein solches erneuerbares Energiesystem in die Köpfe der Politik und Wirtschaft zu bringen und Businessmodells zu erstellen, die funktionieren in der heutigen Zeit. Ganz anders ist es bei Kindern und Jugendlichen. Da ist ein sehr großer Enthusiasmus für erneuerbare Energien zu beobachten. So haben wir beispielsweise Kurse durchgeführt, wo Kinder Windanlagen und Solaranlagen selber bauten und ebenfalls ein eigenes Pumpspeicherkraftwerk aus Holz selber gebaut haben. Und mit viel Interesse haben sie gelernt, wie man beispielsweise Elektrolyse nutzt, Wärmepumpen nutzt für die Heizung oder Kühlung eines Hauses und wie im Prinzip Smart Grids funktionieren. Und das haben wir alles hier mit solchen Schaltern und einfachen Bauelementen demonstrieren können. Alles hat natürlich echt physikalisch funktioniert. Das sind nicht diese vielen Modelle, die man oft sieht, wo man auf irgendwelche Schalter drückt und dann gehen irgendwelche Lämpchen an, wo dann steht Elektrolyse oder sonst was. Das ist was, das macht sehr viel Spaß. Und bei den Kindern merkt man auch, dass sie spüren, dass das für ihre Zukunft mal wichtig ist und dass sie viele neue Gedanken dabei haben. Wie gesagt, ist die Umsetzung in der Realität wesentlich mühsamer. 2008 gab es zunächst mal einen sehr großen Enthusiasmus bei vielen Firmen, RWE, Siemens, ABB, Deutsche Bank und die Münchner Rückversicherung und viele andere Akteure. Dieser anfängliche Enthusiasmus wurde aber mit der Zeit immer weiter gebremst und immer schwieriger.
Man muss beachten, 2008 gab es eine globale Finanzkrise. Das bedeutete, dass das Geld der Investoren nicht mehr so locker lag und von den Staaten für Investitionen in anderen Ländern ebenfalls nicht. Ferner fürchteten natürlich die Energiefirmen, dass ihr Kerngeschäft, die fossilen Kraftwerke, dadurch eben im Profit sinken könnten. Und dann kam dazu im Jahr 2010 und den folgenden Jahren, dass durch den arabischen Frühling die europäischen Investoren keine langfristig verlässlichen Partner mehr auf der arabischen Seite hatten und deswegen das Ganze dann immer unrealistischer erschien. Erst in diesem Jahr, seit wir diesen Angriffskrieg von Russland haben, scheint sich eine Wende aufzutun. Durch die Anstiege der Energiepreise und die Unsicherheiten der Energielieferung von Russland wurde klar, dass nur erneuerbare Energien auf die Schnelle eine Alternative leisten können. Und so sieht man zum Beispiel anhand der Skizze hier auf der Seite, dass Pläne entwickelt werden, die auf europäischer Ebene diskutiert werden, wo dann Offshore-Windenergie mit Hochspannungsleitungen, also genau das, was wir bei Desertec immer gefordert haben, aufgebaut werden könnten. Im Gegensatz zu 2008, bei Desertec ist jetzt dank Boris Johnson Großbritannien nicht mehr dabei, aber wir hoffen natürlich, dass zumindest Schottland irgendwann wieder zu uns in die EU zurückkommt. Auch an Energieimporten aus arabischen Ländern wird konkret geplant. Die Idee dahinter ist, dass durch Diversifizierung und Internationalisierung die deutsche Energiesicherheit am besten noch gewährleistet werden kann. Absolute Garantien kriegt man natürlich nie, die hat man aber auch im eigenen Land nicht. Auch hier sind wieder Desertec-Akteure involviert, auch wenn das nicht immer so ganz offenkundig ist. Wir sehen zum Beispiel auf dem Foto hier den Paul van Zon. Das ist derjenige, der 2009 die Desertec-Industrie-Initiative über viele Jahre hinauf aufgebaut hat. Und die Studie, die wir hier sehen, ist unter Mitwirkung von Roland Berger, dem früheren Aufsichtsratsvorsitzenden der Desertec-Stiftung, entwickelt worden. Bei den vielen Fortschritten, die wir also im Bereich erneuerbarer Energien derzeit sehen, darf man aber nicht vergessen, dass der Wasserstoffimport nur die zweitbeste Lösung ist. Der Nutzen von Hochspannungsgleichstromkabeln für den Stromimport ist um einen Faktor 2 bis 3 günstiger. Politisch und Investitionstechnik sind diese Punkt-zu-Punkt-Verbindungen natürlich schwieriger als freie Märkte. Daher habe ich hier einen besonderen Vorschlag, nämlich dass die Wissenschaftscommunity die Initiative ergreift und solch ein Kabel von Nordafrika nach Europa zieht, um Strom für die internationale Forschung in Europa zu importieren. So ein CERN-Link, wie ich ihn nennen möchte, könnte Strom für Forschungszentren und Universitäten in Europa zur Verfügung stellen, zu Fixkosten von etwa 6 bis 7 Cent pro Kilowattstunde und Strom rund um die Uhr bereitstellen. In Anbetracht der Steigerung der Energiekosten wäre das natürlich ein geniales Projekt, weil dann auch solche stromfressenden Riesenprojekte wie der LHCC am CERN betrieben werden könnten, ohne dass man Angst vor Energiepreisen haben müsste. CERN wäre der ideale Akteur, um solch ein Projekt durchzuboxen, weil er sowieso zu den arabischen Ländern Kontakte hat und schon Projekte gemeinsam damit in die Welt gerufen hat. Ganz wichtig ist dabei ein Aspekt, den wir bei der Desertec-Stiftung immer mit dabei haben. Hier geht es auch um geopolitische Aspekte. Und zwar ist es ja heutzutage so, dass Russland und China einen immer stärkeren Einfluss auf Afrika ausüben und Spannungen zwischen Afrika und Europa werden in Zukunft durch den Wohlfahrtsgradienten, die Spannungen werden sich verstärken. Und in dieser Situation könnte natürlich genauso ein verbindendes Kabel zwischen Europa und Afrika zu einer Win-Win-Situation führen. Als Gegenleistung für den Strom, den wir bekommen, würde Afrika Arbeitsplätze schaffen, Devisen würde es bekommen für den Strom. Zusätzlich könnten wir die afrikanischen Studierenden in Europa stärker integrieren und sie mit mehr Bildung und Forschungsmöglichkeiten versehen. Wie kommt es eigentlich, dass die erneuerbaren Energien in Wüstenregionen oder auch in anderen Regionen in der Welt teilweise günstiger sind als jede andere Energieform? Nun, das hat mit den steilen Lernkurven zu tun, die die Kosten für Wind und PV extrem reduziert haben. Solarthermische Kraftwerke, die man hier auf der gelben Linie sehen, haben noch nicht diese hohe Stückzahl erreicht, sodass da noch die Lernkurve am Anfang steht. Besonders stark sind die Kosten für Batterien gesunken, wie man das in diesem Diagramm hier sieht. Die Kosten für fossile Energieträger, wissen Sie selber, steigen derzeit stark wegen des Krieges in der Ukraine. Und
Langfristig sieht es ja sowieso so aus, dass die weitgehend vom Markt genommen werden müssen wegen des Klimawandels. Ganz interessant ist der Aspekt dieser grünen Kurve hier. Das ist die Lernkurve für Kernenergie. Diese Lernkurve ist negativ. Das bedeutet, in den letzten 10 Jahren sind die Kosten für Kernenergie gestiegen. Womit hängt es zusammen? Dieses Verhalten ist ähnlich wie bei militärischer Sicherheit, beim Bankautomat oder bei Computersicherheit. Komplexe Systeme haben mehr und mehr Sicherheitslücken, je komplexer sie sind. Und insbesondere, wenn man äußere Feinde sozusagen hat, muss die eigene Lernkurve gegen die des Gegners ankämpfen. Ein Beispiel dafür kennen Sie vielleicht. Fahrkartenautomaten hat man früher aus massivem Eisen gemacht, damit sie nicht aufgebrochen werden. Dann musste man sie einbetonieren, weil Leute auf die Idee kamen, die komplett aus der Erde rauszuholen. Und heutzutage ist die einfachste Art, so einen Automaten zu knacken, indem man nicht das Schweißgas benutzt, um ihn aufzuschweißen, sondern indem man einfach das Schweißgas in den Tresor hineinleitet und zur Explosion bringt. Und schon ist das Problem für die Diebe gelöst. Mit solchen Veränderungen der Angriffsart muss man immer rechnen. Heutzutage beispielsweise ist klar, dass panzerbrechende Waffen und Drohnen zu neuen Unsicherheiten führen, wenn man an Kernkraftwerke oder Ausklingbecken denkt. Daraus leite ich immer ab, dass eigentlich ja Kernenergie ökonomisch heute nicht sinnvoll ist. Es lohnt sich also nur noch für Länder, die entweder Kernwaffen besitzen oder in Zukunft besitzen möchten. Denn für solche Länder ist sowieso ein Handling mit Nuklearmaterial und eine Art Nuklearindustrie nötig, sodass man also dann doppelten Vorteil hat, wenn man zusätzlich Kernenergie für die zivile Nutzung macht. Sie wissen alle, dass das größte europäische Kernkraftwerk, nämlich das im Süden der Ukraine, von den Russen angegriffen, bekämpft und letztlich eingenommen wurde. Was ich bisher nicht wusste und was mich doch schockiert hat, war, dass in diesem Kernkraftwerk 30.000 Kilogramm Plutonium und 40.000 Kilogramm atombombenfähiges Uran lagern. Insofern wäre es heutzutage natürlich sehr wichtig zu wissen, ob dieses Material noch vollständig unter staatlicher Kontrolle ist. Denn wer es besitzt, könnte damit eine Vielzahl von Nuklearwaffen bauen. Bei all diesen Problemen muss ich aber sagen, dass wir hier bisher noch relativ gute Nachrichten hatten, denn wir wissen jetzt, es gibt Möglichkeiten für eine Zukunft mit erneuerbaren Energien, aber jetzt kommen erst die eigentlichen Probleme, mit denen wir in Zukunft zu kämpfen haben. Dafür schauen wir uns die Entwicklung der Weltbevölkerung an. Die Skala hier beginnt vor ungefähr 10.000 Jahren. Uns Menschen gibt es allerdings bereits schon seit 200.000 Jahren. Und lange Zeit war also die menschliche Spezies eine Minderheit auf diesem Planeten. Erst vor etwa 2.000 bis 3.000 Jahren stieg die Bevölkerung an. Das war also in etwa die Zeit, in der auch die Weltreligionen in die Welt kamen, die wir heute immer noch haben. Der starke, also fast exponentielle Anstieg der Bevölkerung kam dann später durch die Industrialisierung, durch die fossilen Brennstoffe und insbesondere durch die Agrarrevolution. Dadurch war es möglich, durch industriellen Dünger, durch spezielle Getreidesorten und eine maschinelle Bearbeitung der Felder die Nahrungsmittelproduktion so stark zu steigern, dass man eine so große Bevölkerung von heute fast 8 Milliarden Menschen ernähren konnte. Das Energiesystem der Menschen war 200.000 Jahre lang rein erneuerbar. Es fing an mit dem, was wir Erfindung des Feuers nennen, das heißt also die Nutzung von Biomasse. Dazu kam Windenergie in Segelbooten, Windmühlen, Solarenergie zum Trocknen der Lebensmittel, Heizend, Wasserenergie zum Betreiben von Wassermühlen und so weiter und so fort. Und dann kamen erst die knapp 200 Jahre fossile Energie, die dazu führen, dass wir jetzt im Beginn des Klimawandels stecken seit einigen Jahrzehnten. Und jetzt müssen wir versuchen, wieder zurück zu diesem 100% erneuerbaren System zu kommen. Und das sind eben jetzt genau die schlechten Nachrichten durch den Klimawandel. Der Klimawandel führt zu Fluten, Hitzewellen und Dürre. Das Hauptproblem ist aber letztlich der Zusammenbruch der hochindustrialisierten Nahrungsmittelproduktion, also Hunger in vielen Teilen der Welt. Und das wiederum wird dazu führen, dass es Migration gibt, dass die Pandemien ansteigen und dass es Kriege gibt in vermehrter Zahl. Wie sieht also die Zukunft der Menschheit aus, kann man sich fragen. Nun, vor wenigen Wochen gab es einen Bericht der Vereinten Nationen und dort wird vor dem Zusammenbruch der Zivilisation gewarnt. Also wirklich ein Ende der Welt, wie wir sie heute kennen. Dazu kann man sich als Physiker überlegen, wenn es Angriffe auf die nukleare Infrastruktur gibt in Zukunft, dann kann es passieren, dass es eine weltweite nukleare Verseuchung von Luft und Wasser ergibt. Und die betrifft dann lange Zeiträume und alle Lebewesen.
Ferner wissen wir, dass wir bereits derzeit einen Verlust an Biodiversität haben, dass die Biodiversität dabei ist zu kollabieren. Und nach Überschreiten der Kipppunkte beim Klimawandel erwarten wir eine Art Treibhauserde, wo dann aufgrund der hohen Temperaturen das Leben allgemein schwieriger wird. Da gibt es rein Naturwissenschaften ein einfaches Limit. Eiweiß gerinnt bei etwa 60 Grad Celsius und das heißt, die meisten Lebewesen werden bei sehr hohen Temperaturen einfach nicht überleben können. Dazu ist zu sagen, dass wir dieses Jahr bereits Regionen hatten, wo es über 50 Grad Celsius heiß war. So, nun was sagt der IPCC dazu, der Klimarat? Nun, in seinen letzten Berichten hat er klar gemacht, um die Kipppunkte beim Klima mit realistischer Wahrscheinlichkeit zu vermeiden, müssen wir fossile Emissionen anhand der blauen Kurve hier in diesem Diagramm bis zum Jahr 2040 auf fast null runtergefahren haben. Das bedeutet, wir haben noch 18 Jahre Zeit für dieses Projekt. Nun, was bedeutet das für die Weltenergieversorgung? Das ist ja letztlich das Thema. Hier in diesem Diagramm sehen wir die Zunahme des Primärenergiebedarfs seit 1960. Hauptanteil dabei sind Kohle, Öl und Gas, etwa 80% macht das aus. Unten haben wir ein bisschen Biomasse, traditionelle Biomasse, also Holz im Wesentlichen. Hier oben haben wir Kernenergie, Wasserkraft, Wind und Sonne. Hier eingezeichnet ist auch der Report der DPG mit der Warnung vor dem Klimawandel 1987. Inzwischen haben wir 26 Klimakonferenzen erlebt und wir wissen, passiert ist im Wesentlichen nichts. Jedenfalls nichts, was man hier signifikant in diesem Diagramm sehen könnte. Eine Reaktion der fossilen Brennstoffe, so wie vom IPCC gefordert, ist hier als dieses Dreieck, dieses schwarze Dreieck dargestellt, wo wir also in 18 Jahren im Wesentlichen auf Null runter müssten. Daraus folgt also direkt, dass wir in Zukunft eine Energielücke haben, so wie in diesem türkisen Dreieck dargestellt. Und die Frage ist natürlich, schaffen wir es, diese Lücke mit neuen Kraftwerken zu schließen? Wir brauchen dazu etwa 9 neue große Kernkraftwerke jede Woche, die etwa 2,5 Gigawatt erzeugen. Oder wenn wir nuklear in Zukunft arbeiten wollen, dann müsste ab heute jeden Tag ein neues Kernkraftwerk in Betrieb genommen werden und das eben 18 Jahre lang. Wenn Sie mich fragen, das ist natürlich völlig unrealistisch, egal ob wir mit Kernenergie oder erneuerbaren Energien die Zukunft bestreiten wollen. Das hätten wir also vor 30 Jahren anfangen müssen, als der Energieverbrauch noch wesentlich kleiner war. Und einerseits gibt es uns natürlich ein doch echt gutes Gefühl zu wissen, dass der Aufruf von 1987 auch heute noch stimmt, dass der richtig war. Es lebe also die Wissenschaft. Andererseits ist es natürlich komplett frustrierend, dass die Wissenschaft überhaupt keinen Impact in so signifikanter Weise wie nötig auf die Energiepolitik gehabt hat. Dann stellt sich natürlich noch eine andere Frage. Wenn wir die Energie nicht erzeugen können, wie viel Energie brauchen wir denn eigentlich? Mit wie viel Energie können wir denn auskommen? Und da kann man sich einmal anschauen, wie der Energieverbrauch pro Person in den verschiedenen Ländern ist. Und man stellt fest, er ist sehr unterschiedlich und über die letzten 50 Jahre ist er im Wesentlichen konstant, außer in China, da wächst er eben kontinuierlich. Die ganzen Aufrufe zum Energiesparen, die wir schon in den 70er Jahren hatten, die haben also nicht viel gebracht. Es gab Effizienzsteigerungen, aber die werden im Wesentlichen durch einen Mehrkonsum kompensiert. Umgerechnet beträgt der mittlere Weltenergieverbrauch pro Person pro Sekunde etwa 2,4 Kilowatt. Das entspricht etwa einem Kocher, einem Teewasserkocher, wie man ihn im Haushalt hat. Und dann sieht man, Europa verbraucht etwa so viel wie 2 Wasserkocher, USA 4 und Afrika etwa ein Viertel Wasserkocher, der rund um die Uhr läuft. Daran sieht man also, der Energieverbrauch ist unterschiedlich. Und jetzt kommt die Frage, mit wie wenig kann man denn auskommen? Um dieses türkise Dreieck zu erschlagen in 18 Jahren, da brauchen wir wirklich massive Sparmaßnahmen. Wir reden da über Faktoren von 2 bis 10 an Energiesparen und die Frage, geht das, wo wir doch sonst immer gerade mal über 10% oder bei Kraftwerken über 2-3% reden. Wir haben genügend Beispiele in der Physik, wo wir sehen, es ist eine Menge möglich. Ein schönes Beispiel dafür ist die Glühbirne. Beim Übergang zur LED spart man einen Faktor 10 etwa von Energie, sodass man die gleiche Lichtmenge eben mit viel weniger primärer Energie erzeugen kann. Ähnliches gilt für die braunsche Röhre. Der Übergang zum Flachbildschirm muss etwa auch so um den Faktor 10 ergeben. Aber dabei ist natürlich zu beachten, dass es bei all diesen Dingen sogenannte Rebound-Effekte gibt. Das heißt also, die Leute, die merken, man braucht wenig Energie, wenig Geld, um mehr Licht zu haben, um größere Fernseher zu kaufen, die kaufen dann entsprechend hunderte von LEDs für ihre Weihnachtsbeleuchtung ihres Hauses und riesige Bildschirme in ihren Wohnzimmern. Das heißt also, wenn man wirklich mit solchen Systemänderungen, wo man zu einer anderen Technologie geht,
Energie sparen will, braucht man zusätzlichen politischen Einfluss, um diese Rebound-Effekte auszuschließen. Diese Einsparung von großen Faktoren ist in vielen Bereichen möglich. Der Übergang zum Beispiel vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor bringt einen Faktor 3 bis 5. Vom Auto und Lkw zum Schienenverkehr bringt einen Faktor 10. Von einer Konferenzreise zu einer Videokonferenz spart man ebenfalls einen großen Faktor. Genau wie beim Übergang vom Pendeln zur Arbeit jeden Tag, vielleicht in die Nachbarstadt, zum Homeoffice oder zu einem lokalen Gemeinschaftsbüro. Auch hier sind sicherlich Faktoren von 10 machbar. CPUs von Laptops sind auf Energiesparen eingestellt. Das heißt, sie sind etwa 4-mal so effizient wie die ähnliche CPU in Ihrem PC. Ebenfalls große Einsparfaktoren sind in folgenden Beispielen gegeben. Elektrifizierung, Sektorkopplung, Wärmepumpen und Passivhäuser sind Beispiele dafür. Einen wichtigen Einfluss auf die Energieverbräuche haben aber auch Stoffflüsse. So zum Beispiel gibt es inzwischen Architekten, die von Stahl und Beton wieder zurückgehen zu Holz, Lehm und bestimmten Verbundstoffen. Und weitere Möglichkeiten zum Energiesparen ist der Übergang der Ernährung vom Fleisch zum Getreide, von globalen zu lokalen Märkten und vom Konsum zur Reparatur oder zum Upgrade. Bevor ich zum Ende komme, möchte ich noch ein wichtiges Beispiel aus der Mobilität bringen, was mein Lieblingsthema ist, weil etwa ein Drittel der gesamten globalen Primärenergie in die Mobilität geht. Mein Lieblingsthema also Schnellbahnen, die on-demand Güter und Personen transportieren, weil man hier eben sowas wie einen Faktor 10 durchaus sparen kann. Wie sieht es aus und wo ist das Problem? Nun zunächst mal, der Wechsel zum Schienenverkehr in großem Stil verlangt regionale und überregionale Trassen in allen großen und kleinen Orten. Und das haben wir heute nicht, obwohl das teilweise in den 1930er Jahren noch da gewesen ist. Aber bei der heutigen dichten Bebauung ist es völlig unrealistisch, ein solches großes neues Schienennetz aufzubauen, das den heutigen Anforderungen genügen würde. Außer, und da kommt eben jetzt mein Vorschlag rein, außer man benutzt das existierende Netz aus Landstraßen und Autobahnen. Daher meine Forderung, Autobahnen müssen für Schnellstraßenbahnen umgewidmet werden. Das Schöne dabei ist nicht nur, dass man die Energiewende im Verkehrsbereich mit einem Faktor 10 Energieverbrauch verringern kann, sondern man kann zusätzlich auch noch zwei weitere wichtige Punkte der Energiewende damit erledigen. Das eine ist, die Überholspuren der Autobahn sollen ja in meinem Konzept durch Schienentrassen ersetzt werden. Zwischen diesen Schienentrassen könnte man dann gefahrlos Hochspannungsgleichstromleitungen mit verschiedenen Hochspannungen laufen lassen. Also genau das, was im Desertec-Konzept als so wichtig angesehen wurde. Die zweite Sache, die man lösen könnte, ist das Problem der Kurzzeitspeicher. Die Straßenbahnen, die ich hier benutze, sollen ja auch Batterien beinhalten, damit kurze Strecken oder Strecken in Tunnel, wo keine Oberleitungen sind, mit Batteriestrom zurückgelegt werden können. Und da diese Batterien der Straßenbahn die meiste Zeit am Netz hängen, können sie gleichzeitig als Kurzzeitspeicher für das nationale Stromnetz fungieren. Damit hat man also der Investition der Batterien gleich eine doppelte Funktion gegeben. Damit bin ich am Ende des Vortrags. Zusammenfassend haben wir also Folgendes gelernt. Wir brauchen ein erneuerbares Energiesystem, ähnlich wie es im Desertec-Konzept vorgeschlagen war. Wir werden jedoch in den kommenden Jahrzehnten an Energiemangel leiden, wenn wir aus den fossilen Energien aussteigen, was wiederum wichtig ist, um den Klimawandel auszubremsen. Und der günstigste und schnellste Weg, da rauszukommen, ist es, nicht nur neue Energien zu erzeugen, sondern dass man durch Wechsel von Technologien und Lebensweisen in Zukunft mit einem Bruchteil der Energie auskommt im Vergleich zu heute. Wenn Sie weitere Details zu meinen Vorschlägen haben wollen, schauen Sie sich die Vorlesung in meinem YouTube-Kanal an. Als Fazit denke ich, wir als Wissenschaftler und auch als physikalische Gesellschaft sind besonders in der Pflicht, auf voraussehbare Katastrophen hinzuweisen, neue Möglichkeiten aufzuzeigen und beim Wandel der Gesellschaft führend mitzuhelfen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.